mein Herz, ich bin nichts wert, denn suchst kein Schmerz, nein, ich will nichts mehr fällt. Du brichst mein Herz, ich bin nichts wert, denn suchst kein Schmerz, nein, ich will nichts mehr fühlen. Gut euch zu sehen, Leute, Robin hier, aka St. Crusoe. Willkommen zu diesem Video. Ich habe mal wieder eure Kommentare durchgelesen und habe da oft gesehen, dass ich mal ein Video machen soll zu Young Huan Vocals und deshalb habe ich mal ein Remake davon gemacht. Also schreibt mir gerne eure Wünsche in die Kommentare und ich versuche darauf einzugehen. Und wenn ihr euch die Mühe sparen wollt, das Ganze hier so nachzubauen, dann könnt ihr euch auch einfach das Template, also die Projektdatei für FL Studio in meinem Shop kaufen. Ich verlinke das mal in der Beschreibung. Ihr öffnet dann einfach die Projektdatei und habt dann, so wie ich hier, alles korrekt geroutet mit allen Effekten und Einstellungen auf den einzelnen Kanälen. Ich habe ja auch so gut wie alles mit Stock-Plugins gemacht, also bis auf Autotune braucht ihr auch keine Plugins mehr. Mir ist direkt aufgefallen, dass Young Huan Vocals extrem dünn und höhenreich sind, also so diese New Age Ami-Style. Und deshalb wird eigentlich jeder Schritt irgendwie dazu beitragen, die Vocals schön höhenreich präsent zu bekommen, aber nicht kratzig und schwach. Und das ist nämlich die Kunst dabei, dass es nicht nervig und kratzig wird. Kurz zum Aufbau vom Mixer. Ihr seht hier auch in der Playlist, dass der Beat so orange ist und die Main Vocals so türkis. Und das sieht man dann auch hier im Mixer. Hier ist dann auf der 1 der Beat und auf der 2 dann die Main Vocals. Dann sind die weißen Kanäle bei mir parallele Bearbeitungen. Das erkläre ich gleich nochmal. Und die schwarzen Kanäle sind bei mir immer Gruppen. Da laufen hier alle Bearbeitungen rein. Also dieser All Vox ist dann die komplette Summe aller Stimmen zusammen. Send-Effekte mache ich rot, hier in dem Fall ist dann Reverb drauf. Und dann haben wir hier noch diese drei lilanen Spuren. Das ist aus dem Song Nichts mehr fühlen dieser Vocoder-Teil in dieser Bridge oder B-Part. Das zeige ich euch am Ende nochmal, das ist ein kleiner Bonustipp im Anschluss an die Hauptvocals. Also fangen wir bei der Main-Vocal an. Ich schalte alle Effekte aus und so klingt die Vocal komplett roh. Babe, du brichst mein Herz, ich bin nichts wert. So, Autotune, in dem Fall Waves Realtime. Sehr, sehr schnelle Zeiten, also sehr stark Autotune rein. Das ist bei Young Huan im Moment anscheinend sehr beliebt. Speed und Transition auf 3 Millisekunden. Dann, bei so Stimmen, die so sehr höhenreich sein sollen, ist es immer wichtig, dass man Störfrequenzen vorher rausfiltert. Das ist sehr wichtig dabei. Und ich habe mal ein Video darüber gemacht, über ein Plugin, was das automatisch für euch macht. Ich verlinke das mal in der Beschreibung. Aber ihr könnt das natürlich auch selber machen, indem ihr euch die Störfrequenzen raussucht und dann absenkt. Ich werde da auf jeden Fall mal ein Video zu machen in Zukunft. Das kommt allerdings immer ein bisschen auf den Song an, auf die Stimme an, auf den Raum an, auf das Mikrofon an. Und deshalb kann man das hier nicht verallgemeinern. Das waren einfach bei mir Störfrequenzen, die ich rausgenommen habe. Und das ist ein wichtiger Step, damit man danach diese ganzen Frequenzen anheben kann, ohne dass diese Resonanzen stören. Da musste ich ein bisschen über meinen eigenen Schatten springen, den Low Cut so hoch zu setzen. Den habe ich nämlich jetzt bei 210 Hertz gesetzt. Also bei Young Huan wird wirklich jegliche Wärme aus der Stimme rausgenommen. Und dann habe ich sogar hier noch bei 236 Hertz ein bisschen was abgesenkt, weil da immer noch ein Tick zu viel Bass drin war. Da ist wirklich sehr viel untenrum weggecuttet. Hört man im Deutschrap jetzt nicht so häufig. Und ich zeige euch jetzt mal den Unterschied mit diesem krassen Low Cut. Vorher, nachher. Babe, du brichst mein Herz. Ich bin nichts wert, wenn so's kein Schmerz. Ja, wirklich sehr extrem. Danach habe ich den Maximus aus FL Studio benutzt als De-Esser. Wie ich das gemacht habe, habe ich in dem Negativ OG Vocal Tutorial schon gezeigt. Ich verlinke das mal in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch das im Anschluss angucken und diesen De-Esser nachbauen. Hier habe ich dann einfach alle S-Laute leiser gemacht bzw. komprimiert. Auch sehr wichtig, wenn ihr später diese Höhen
anheben wollt. Es macht sogar Sinn, diesen Maximus öfters in eurer Vocal Chain zu haben, sodass der immer ein bisschen was macht, aber dafür halt öfters. So bekommt ihr auf jeden Fall ein saubereres Ergebnis. Dann gehen wir erstmal weiter zum Kompressor. Hier habe ich dann komprimiert. Recht schnelle bis mittlere Attack-Zeit und etwas längere Release-Zeit für eher so fette, smoothe Vocals. So, und dann kommt dieses Anheben von Frequenzen, um die Stimme höhenreich zu machen. Und da habe ich dann erstmal hier bei 1500 Hertz einen Boost gemacht, wichtige Frequenz, um die Stimme so nach vorne zu bringen. Und dann habe ich hier bei 2,8 und 4,3K gepusht. Das ist so diese Sprachverständlichkeit und ein bisschen dieses Aggressive. Und dann bei 10K habe ich dann nochmal ordentlich gepusht. Das macht die Stimme dann so ein bisschen mehr präsent und holt sie auch nochmal nach vorne. Hier drüber, diese ganz seidigen Höhen, die habe ich dann später in der parallelen Bearbeitung gepusht. Und dann kommen wir auch schon hier zur parallelen Bearbeitung. Ich kann jetzt nicht zu tief in das Thema einsteigen, das würde jetzt den Rahmen irgendwie sprengen. Ich muss da auf jeden Fall demnächst mal ein Video zu machen. Aber im Prinzip ist parallele Bearbeitung so, du nimmst einen Effekt und klatschst den auf dein Hauptsignal so stark drauf, wie es eigentlich nicht mehr schön ist, aber dann nimmst du halt diese Kopie mit diesem krassen Effekt drauf und steuerst das nur zu einem gewissen Anteil in das Originalsignal. Und das habe ich hier mit Saturation gemacht, also harmonische Verzerrung, dann einmal mit Kompression und einmal so ein High Boost. Warum habe ich diese Effekte nicht einfach direkt auf die Hauptvocals gemacht? Also mit paralleler Bearbeitung kannst du einfach ein natürlicheres Ergebnis erzielen, ohne viele Artefakte mit ins Originalsignal zu bekommen. Also du kannst das Ganze ein bisschen unauffälliger machen und die Qualität und Natürlichkeit bleibt dabei erhalten, was vor allem bei diesen Stock-Plugins ziemlich sinnvoll ist. Wie habe ich das geroutet? Ich habe die Main-Vocals zu den parallelen Bearbeitungen geschickt und dann auch zu der Summe und dann von diesen parallelen Bearbeitungen auch immer zur Summe geschickt. Und dann habe ich mit den Lautstärke-Fadern den Anteil mit reingenommen, den ich da drin haben will. Bei der Saturation habe ich den Wave Shaper hier genommen mit dieser Kurve. Das bringt dann die Verzerrung. Und dann habe ich mit dem EQ die unteren Frequenzen aus diesem Signal rausgenommen, weil wir wollen ja, dass das Signal höhenreicher wird. Und mit so einer Saturation kann man halt sehr gut ein Signal formen, aber die Balance bleibt ausgewogen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze klingt, wenn ich die Saturation da einfüge. Vorher und nachher. Babe, du brichst mein Herz, ich bin nichts wert, bin so's kein... Es ist kein Tag- und Nacht-Effekt, aber wir wollen uns ja langsam an dieses Höhenreiche rantasten, damit nicht plötzlich die Stimme komplett harsch und kratzig klingt. Bei der parallelen Kompression habe ich das Signal einfach extrem stark komprimiert mit dem Fruity Limiter, sodass es wirklich ein Brick wird, und habe dann zu einem gewissen Anteil das Ganze hinzugefügt. Vorher, nachher. Babe, du brichst mein Herz, ich bin nichts wert, bin so's kein Schmerz. Also hier merkt man richtig die Kompression, die Stimme wird einfach fetter. Und dann haben wir hier noch diesen High Boost. Hier habe ich mir dann quasi alle oberen Frequenzen rausgefiltert. Also auf diesem Kanal finden nur über 10K Frequenzen statt. Dann habe ich hier ein De-Esser drauf gemacht, damit da einfach diese S-Laute auch gar nicht mehr drin sind. Und dann habe ich das auch zu einem Brick komprimiert mit dem Fruity Limiter. Somit haben wir dann ein sehr höhenreiches Signal, was aber nicht harsch klingt, weil alle S-Laute draußen sind. Und was auch sehr kontrolliert ist durch diese starke Kompression, was ich dann perfekt in mein Signal hineinfügen kann für diese seidigen Höhen. Ich zeige euch mal vorher, nachher. Babe, du brichst mein Herz, ich bin nichts wert, bin so's kein Schmerz. Also hier wird echt das Maximum rausgeholt, um das Signal
sehr interessant und aufregend klingen zu lassen. So, dann geht das alles zusammen, ja, hier in diesen Vocalbus, da ist dann die ganze Summe drin. Hier habe ich dann nochmal mit einem De-Esser die S-Laute rausgeholt und dann habe ich mit diesem Multibond-Kompressor die unteren Mitten, die Wärme nochmal ein bisschen rausgenommen. Mittelband und Höhenband ist komplett auf Bypass und hier habe ich dann die Frequenzen unter 250 Hertz quasi komprimiert, also rausgenommen, allerdings mit einer Attack-Zeit von 10 Millisekunden, sodass noch ganz kurz diese Wärme durchkommt, aber das direkt dann wieder weggeht. Und so haben wir irgendwie das Gefühl, dass da zumindest noch ein bisschen Wärme drin ist, obwohl sie es gar nicht ist. Also dieser bisschen ausgetrickst. Einmal vorher, nachher mit den beiden Effekten. Babe, du brichst mein Herz, ich bin nichts wert, Ben, so's kein Schmerz. So, und das waren dann die Effekte, die direkt auf der Stimme sind. Und dann gibt's hinten halt noch diesen Reverb als Send-Effekt. Und hier habe ich halt den Fruity Reverb genommen und versucht, dass er wie eine Plate klingt. Also wenig Early Reflections und komplett wet. Hier habe ich dann den Pre-Delay mit diesem Tempo-Sync gemacht. Und das gibt uns dann diesen Effekt, dass dieser Reverb genau in der Mitte von diesen Worten, die er sagt, kommt. Also Babe, Babe, du, du. Und da könnte man im Originalsong auch denken, dass das ein Delay ist, worauf ein Reverb ist, was ja im Prinzip eigentlich genau das gleiche ist. Aber weil es halt viel einfacher ist, habe ich dann einfach einen Reverb genommen und den Pre-Delay so lange gemacht, bis es genau in der Mitte anfängt. Hier habe ich dann auch Höhen rausgecuttet, ordentlich Lows rausgecuttet, damit das eher im Hintergrund stattfindet. Und dann habe ich von dieser Vocalsumme hier drauf geroutet. Und es hört sich dann so an. Babe, du brichst mein Herz, ich bin nichts wert, bin so. Und bevor das Video zu Ende ist, zeige ich euch noch kurz diesen Bonusteil. Das ist nämlich dieser robotermäßige Part, so eine Bridge, die er da eingebaut hat. Das ist mit dem Vocoder, es hört sich so an. Ich will nichts mehr fühlen. Ja, das ist der Vocoder-Effekt. Das kann man mit diesem Vocoder aus FL Studio machen. Ich habe das mal mit in die FLP reingepackt, wenn ihr euch die kauft. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, wie man so ein Vocoder-Setup macht, ich habe das vor ungefähr 2 Jahren mal gemacht in so einem Video. Da zeige ich wirklich Step für Step, wie ihr sowas machen könnt. Das verlinke ich auch mal in der Beschreibung. Und ja, dann war es das auch schon mit den Young Horn Vocals. Ich hoffe, das hat einigen von euch gefallen und geholfen. Wenn ja, gerne einen Daumen hoch, lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Producen. Ciao, Leute.